Herzlich willkommen zu unserem dritten Tag von unserem Festival. Heute das Motto Freistil. Und jetzt legen gleich mal so eine Band mit so einem ganz komplizierten Namen und ganz komplizierten Sachen hier los. How High the Moon Revival Band. Viel Spaß!
I realize I must be looking through Gary Gilmore's eyes. 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 Vielen Dank. Das war 4:33 von John Cage von 1952. Das nächste Stück ist ein bisschen ist ein bisschen jünger. Es ist von John Cale, der zweite Set unserer Suite. Von John Cale, ein Stück, das auf vielen Velvet Underground Bootlegs als Loop erscheint, wo er mit seiner Bassgitarre einen 8-Minuten-Drone legt, der vor sich hin drownt. Genau. Wir haben dieses Stück vorbereitet. Wir spielen das zum Andenken und zu Ehren von Karl Barks und Frau Dr. Erika Fuchs. Das Stück ist 3 Minuten und 13 Sekunden lang. Herr Kapellmeister, ich darf um die CD bitten. Thank you.
bisschen mehr als 3 Minuten und 13, weil er den Knopf nicht gefunden hat, wo die CD war schon längst fertig. Ist aber egal. Das zweite Stück war ganz anders als das erste. Und das dritte Stück ist wieder ganz genau wie das erste. In der Beziehung sind wir wie die Ramones. Jedes Stück ist völlig anders und klingt genau gleich. So wie John Peel mal über The Fall gesagt hat, always different and always the same. Das sind wir. Das Stück, was jetzt kommt, ist, wie gesagt, genau wie das erste. Es heißt 2 Minutes Silence, stammt von Yoko Ono und John Lennon. In der Punk-Zeit ist es dann übernommen worden von The Crass. Die haben das unter dem Titel Sound of Free Speech in ihre erste Platte eingebaut. Wir spielen die Demo-Version, die Crass nie veröffentlicht haben. Und sie kann unter Umständen einen kleinen Tick länger werden als 2 Minuten. 2 Minutes Silence von John Lennon, Yoko Ono und The Crass. Thank you.
Stück 4 ist das letzte Stück. Das letzte Stück, da war eigentlich eine Publikumsreaktion vorgesehen, sowas wie Bravo, Klasse, endlich oder so. Das vierte Stück ist das letzte Stück. Das ist, so ist es. Es ist konzeptuell und konzeptionell ebenso in diesen Kontext eingebunden wie die Stücke vorher. Wir sind die erste Band heute Abend gewesen, dann, wenn das Stück rum ist, werden gewesen sein, wenn das Stück rum ist. Wir sind die erste Band und das ist unser letztes Stück. Die Schallplatte, die dort hinten zu kaufen ist, und die CD, die dort hinten zu kaufen ist, hat auch ein erstes Stück. Und dieses erste Stück, was auf der CD sowohl als auf der Langspielplatte drauf ist, ist unser letztes Stück. Das kam jetzt deutlich, oder? Okay. Das ist ein Stück von der Band Dreimal Currywurst und Pommes. Das war 1981 in Kirchheim oder Weinheim oder eins von diesen Heimen. Da haben wir das nachmittags in der Kneipe geschrieben und haben es direkt aufgeführt. Wir, das waren damals Genie Fatal von Attraktiv und Preiswert, von dem ich nicht weiß, was aus ihm geworden ist. Der zweite war Georg Alfred Wittner, dem meisten bekannt als GAW, wobei dieses Akronym auch gerne als größter Avantgardist Westdeutschlands aufgelöst wird. Und ich selber. Das Stück dürft ihr mitsingen, wenn ihr das gerne möchtet. Wenn nein, ist es auch in Ordnung. Geht los. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter. 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 Küss mich nicht. Bitte geh weiter. Meine Lippen sind nicht aus Asbest. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter. Berühr mich nicht. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Ich bin nicht feuerfest. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter. Ich habe keinen Blitzableiter. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter. Lieb mich nicht. Bitte geh weiter, lieb mich nicht. Bitte geh. Das war's, danke. Okay, ganz kurz noch, ich habe ein paar Exemplare der Zinn-Single mitgebracht, die irgendwann in den hohen 90ern jemand veröffentlicht hat. Seite 1 mit meinem Einverständnis, Seite 2 ohne meins, weil ich da nicht mitmache. Diese Zinn-Single kann bei mir direkt gekauft werden, kostet 10 Euro, mit dem Autogramm 5 Euro.